ich dachte, dass man Rätsel euch ins Boxhorn jagen würde. Lassen Sie uns jetzt durch. Ja, aber nur weil Clive ausdrücklich befohlen hat, euch kein Haar zu trimmen, zu krümmen. Sonst würdet ihr jetzt nämlich in den Genuss meiner Messertricks kommen, geschliffen oder nicht. Vorsicht, der führt was im Schilde. Ach, Kleiner, sei doch nicht Mimöchen. Sei doch kein Mimöchen. Befehl ist Befehl. Außerdem könnt ihr Clive sowieso nicht mehr aufhalten. Jetzt aber hoch. Husch, husch, ins Körbchen. Der Boss wartet nicht gerne. Was hat Clive noch mit diesem Stahlkoloss vor? Das werden wir wohl gleich herausfinden. Welch außerordentliche Ehre, Sie hier zu sehen, werter Professor. Du wirst mit deinem irrsinnigen Vorhaben nicht durchkommen. Wir haben von Bilz und Dimitris Taten erfahren. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Du wolltest Genugtuung, oder? Reicht dir das etwa nicht? Wie optimistisch von Ihnen. Aber ohne einen echten Denkzettel werden sich diese Dummköpfe von Politikern niemals ändern. Das ist Wahnsinn, Clive. Was wissen Sie denn schon? Als Reporter habe ich zahllose Tragödien selbst miterlebt. Und mein Leben ist nicht das einzige, das für den sogenannten Fortschritt zerstört wurde. Wer an der Macht ist, der sieht Menschen nur als Hindernisse auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Wer Gewalt ausübt, der versteht auch nur Gewalt. Darum werde ich alles dem Erdboden gleich machen und aus den Ruinen eine neue Welt erschaffen. Das ist schierer Wahnsinn. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Nein, Clive! Eine prekäre Lage, nicht wahr, Professor? Wie wollen Sie diesmal den Knopf aus der Schlinge ziehen? Beziehungsweise den Kopf. Welche Platte bleibt? Diese 24 Platten brechen eine nach der anderen weg und fallen in die Tiefe. Dabei liegt die Platte, die fällt stets entweder horizontal oder vertikal in der gerade gefallene an. Die Platten fallen in der Reihenfolge Herz, Pik, Karo, Kreuz, Herz. Aber Achtung, die erste Platte muss nicht unbedingt ein Herz sein. Du kannst den Fall der letzten Platte verhindern, wenn du sie rechtzeitig entdeckst. Markiere die letzte Platte. Gehen wir mal so. Nach Herz kommt der hier, dann brauchen wir ein Karo und dann brauchen wir das hier. Dann brauchen wir wieder ein Herz. Das hier, das hier, das hier. Dann brauchen wir wieder ein Herz. Das hier, das hier, das hier, Herz. Das hier, das hier, das hier, Herz. Habe ich hier irgendwie ausgelassen? Ja. Das ist Herz. Dann brauchen wir wieder das hier. Das hier und das hier. Ist irgendwie falsch, das war das hier. Fällt vielleicht das hier als erstes runter, dann kommt das hier, dann kommt ein Herz, das hier und das ist falsch, Herz, Aufweich, weil danach, doch, das ist richtig, Karo, das hier, Karo, das hier, Herz, das hier, Karo. Aber das hier, Herz, das hier, klar. Schon wieder falsch. Gott, ich bin gerade ziemlich auf dem Schlauch hier. Die Platte, die erste Platte muss nicht unbedingt eine mit Herz sein. Gehen wir mal hiervon aus. Dann bräuchten wir K. Brauchen wir das hier, dann brauchen wir wieder ein Herz. Brauchen wir das hier, das hier, das hier. Aber dann ist es auch wieder falsch, weil da unten ein Herz ist. Das könnte es da schon mal nicht sein. Das gehen wir auch hier hin. Aber das ist auch falsch. So. Ist auch wieder falsch.
Ja, das sieht vielversprechend aus. Hätte ja sein können. Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Okay, irgendwo muss man als erstes anfangen und ich weiß nicht wo. Vielleicht doch hier. So, und dann braucht man ein Herz. So. Das ist auch wieder falsch. Mal sowas und sowas so. Ja, auch wieder falsch. Vielleicht doch mit Herz starten. Vielleicht ist es auch einfach nur eine falsche Fährte. Hiermit starten. Das ist jetzt schon ein bisschen tricky. Wenn ich doch wüsste, wo unser Anhaltspunkt ist. Okay, zwei Möglichkeiten. Gehe ich erstmal hier lang. Das ist schon mal falsch. Geh mal hier lang. Mal hier lang. Auch falsch. Such dir zunächst eine zufällige Platte aus und spiel das Szenario einmal durch. Du musst eine Möglichkeit finden, bei der alle Platten nach und nach wegbrechen. Okay. Starten wir mal von hier aus. Dann brauche ich jetzt als nächstes ein Herz. Dann brauche ich den hier und dann brauche ich Garun. Das fehlt mir. Habe ich zwei von. Gehe ich davon, weil wenn ich so mache, komme ich nicht mehr dahin. Dann brauche ich den hier und dann brauche ich ein Herz. Dann brauche ich den hier, dann brauche ich sowas und dann brauche ich sowas. Das ist schon mal falsch, weil da komme ich nicht mehr hin. Dann beginnen wir hier. Brauche ich als nächstes den hier. Brauche ich ein Herz. Gehe ich mal hier lang. Hier lang. Das geht schon mal nicht, weil da ist nicht das Richtige. Dann gehen wir hier lang. Und dann brauche ich sowas oder sowas. Dann gehen wir einfach mal so hin. Dann brauche ich Gao. Hier kann ich schon mal nicht weiter. Aber hier könnte ich weiter. Dann brauche ich wieder ein Herz. Dann brauche ich wieder sowas. Dann brauche ich wieder Gao. Und dann brauche ich wieder sowas. Dann brauche ich wieder Herz, ein Pick, ein Karo und dann wieder sowas. Und dann komme ich schon wieder nicht dahin, weil... Nee. Oh, das ist doch so tricky hier. Wenn ich sowas mache... Auch nicht. Nein! Mal sehen, ob das stimmt. Weiter kann ich da drauf klicken. Fehler gemacht haben. Wie lange sitze ich jetzt an dem Rätsel? Ich starte mal von hier aus. Dann brauche ich
sowas, sowas, so. Dann brauche ich wieder ein Herd. Mann, so schwer. Ich bin verwirrt. Ist das vielleicht der Erborn-Try? Hätte ja sein können. Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Aber es senkt schon mal nicht mehr weiter. Kommst du an einer Stelle nicht weiter, solltest du entweder von einer anderen Platte ausstarten oder versuchen, eine andere Richtung einzuschlagen. Wow, danke. Auf der ersten Platte, die wegbricht, ist ein Karo zu sehen. Auf der letzten Platte, die wegfällt, ist ein Pick abgebildet. Okay, wir müssen mit einer Karo starten. Sollte es stimmen. So gefällt mir das. Da bin ich vorhin nicht auch da lang gegangen. Ist wahrscheinlich, habe ich zwei falsche Abzweigungen genommen, falls ich mit der Karo auch schon mal gelaufen bin. Das war der Hauptgewinn, sehr beeindruckend. Alle Ehre. Leider muss ich sie nun verlassen. Die Hauptattraktion wartet. Was soll das heißen? Thank you.
sollen wir tun? Das ist schierer Wahnsinn. Nun, macht es euch gemütlich. Genießt die Vorstellung. Denn ihr kommt hier ohnehin nicht mehr raus. Schaut es euch gut an. Denn ihr seht London zum letzten Mal. Celeste? Ah. Kommen Sie mit. Ich weiß, wie wir ihn aufhalten. Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Wir müssen ihn finden und deaktivieren. Natürlich. Wir schneiden die Energiezufuhr der Maschine ab. Aber dieser Koloss ist riesig. Wir haben keine Zeit, um ihn nach dem Generator zu durchsuchen. Was sollen wir tun? Seh dich mal um. Von hier kann man auf alle Überwachungskameras der Festung zugreifen. Vielleicht finden wir hier ja einen Hinweis darauf, wie wir zum Generator gelangen. Schaut euch nur all die vielen Bildschirme an. Von hier aus kann man bestimmt in jeden Winkel der Festung sehen. Und es lässt sich bestimmt auch herausfinden, wo sich der Generatorraum befindet. Das ist korrekt, Luke. Dann schauen wir mal. Roboterpatrouille. Die Karte zeigt das Stockwerk, in dem sich der Generatorraum befindet. Die zwei Kamera bewährten Sicherheitsroboter sind als roter und grüner Pfeil dargestellt. Damit der Generatorraum nicht von Professor Layton entdeckt wird, hat Clive dafür gesorgt, dass die Wachrunden der Roboter nicht an diesem vorbeiführen. Die Roboter biegen stets entlang der gelben Kurven ab. Markiere den Raum, an den sie nie vorbeikommen. Das muss der Generatorraum sein. Okay, dann Notiz. Okay. Der biegt hier ab. Der biegt so ab. So, biegt so. Oder biegt das so rum ab? Ich verstehe das doch nicht. Berühre das in dem Generator. Der Roboter biegt stets entlang der gelben Kurven ab. Markiere den Raum. Also, der würde dann höchstwahrscheinlich so rumgehen. Dann geht das so rum, so rum, so rum, so rum, so rum. Aber es wird nicht. Okay, jetzt muss ich gucken, wie das mit dem Pfeilen wirklich gemeint ist. Ob die jetzt einfach nur so abbiegen oder direkt so rum. Da gehen wir jetzt erstmal, dass sie sich ganz normal so umbiegen, würden die erstmal so hin. Gehen. So. 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 Und der würde so rumgehen, dann so rum, so rum, so rum, so rum, so rum, dann so rum, so rum, so rum und so rum. So, welcher Raum wird nicht gesehen? Dieser Raum hier. Also wenn das jetzt richtig ist, dann müsste das der richtige Raum sein. Antwort. Wow, ich habe es richtig gelöst. Puh, da bin ich aber erleichtert. Mit der Präzision einer Maschine. Nicht einmal Clive konnte Professor Layton und seine Begleiter in die Irre führen.